Grundrezept Rührteig, 100 Gramm, weiche Butter / 100 Gramm Zucker 01 g, Vanillezucker 14 Eigelb 1125 g Mehl 0,5 Teelöffel Backpulver für das Baiser, 14 Eiweiß 1 eine Prise Salz 1200 g Zucker 1100 g Mandelblättchen für die Füllung, 1 Glas Sauerkirschen, Klammer auf 350 Gramm Abtropfgewicht, Klammer zu, 1500 ml Sahne, 40 Gramm Zucker, 1 die weiche Butter, den Zucker und den Vanillezucker cremig verrühren, Eigelbe einzeln unterrühren, das Mehl mit dem Backpulver vermischen und unterrühren, 2 Springformen, Klammer auf 24 bis 26 cm 0 Klammer zu, mit Backpapier auslegen und den Rand fetten. Den Teig halbieren und in den Formen Lattgetreu rund 3 den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Eiweiße mit dem Salz sehr steif schlagen. Den Zucker nach und nach einrieseln lassen und weiter schlagen, bis sich der Zucker gelöst hat. Das Baiser auf beiden Böden glatt streichen. Mit je 50 Gramm V-Kübis streuen. Die Böhre parieren, Ton backen. Herausnehmen und auskühlen lassen. 3 Kirschen abtropfen lassen. Sahne steif schlagen. Zucker und Sa-Se-1 dabei einrieseln, lassen unterstrich E unterstrich, erheben, Kirschs, an, E auf einen Boden, E-Boden auf I, A drücken, Torte gleich, Stollon.